Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte eben von Thüringen. Wir räumen gerade ein bisschen auf. Für diesen Fahrzeug müssen wir noch eine separate Unterstellmöglichkeit suchen. Stellen wir mal rechts ab. Wo er nicht im Weg steht. So, jetzt nehmen wir mal den Case. Den waschen wir auch gleich mit Flug. Aussteigen, sehe. Das habe ich zwei gekauft, weil die Reichweite ist nicht so groß. Ich meine, es ist bei den Geräten eigentlich egal, wo du hinspritzt. Hauptsächlich sie kriegen Wasser ab, da werden die auch überall sauber. Blitzeblank. Einsteigen und dann gleich mal wegstellen. Oh, wir sehen wir viel, ne? Den werden wir gleich hier rechts hinstellen. Nachher fahren wir in der Garage, versuchen jedenfalls. Also hier, der läuft noch. So, jetzt gleich. Plane zu. Aus. Aus die Maus. Schön verdreckt. Dann können wir ja gleich den anderen Kurs fahren lassen. Unkraut, Bekämpfung. Und wenn das ja alles näher läuft und erledigt ist, können wir den Holz machen wieder. Und nebenbei werden wir noch den Holzladewagen holen, der noch beim Händler steht. Mit dem LKW. Auch nicht schlecht. Der Verkehr fest. Das ist typisch. Müssen wir anderen stellen, woanders.
Ne. Hab ich mir mal gedacht. Ist das Rohr mal drinne? Frisch gewaschen. Nächsten Verkehr weckt das. Ja. Ja, ich muss noch einen Platz suchen für die Geräte. Das ist etwas ungünstig. Dann kann ich auch gleich wegfahren. Zumindest ganz rechts ran. Das dürfte halt gehen. Ah. Schnell laufen, schnell, schnell. Zeit ist Geld. Naja, so reinfahren geht auch nicht. Gerade ist das ungünstig. Ja, der Trigger hier ist auch unglücklich, aber gut. Funktion läuft. Alles anders egal. Erstmal. Gut, der war sauber. Stellen ihn auch unten rechts hin. Eine Halle kaufen. Eigentlich das Zugang zur Wiese. Sojabohnen. Gibt es einen guten Preis für Sojabohnen? So. Ja, 1007. Kann man hinfahren. Verkauf mal ein bisschen was. Zum Landhandel. Um die Ecke. Ich tendiere zum anderen LKW, der ist etwas. Man sieht so leicht. Ja. Kippelig. Ja. Nun passiert. Nicht gemacht. Irgendwas passiert. Und jetzt weiß ich was. Ja, ist da recht abgeschmiert. Weil ich kann auch nicht wechseln. Das ist jetzt Folge Nummer 3. So, wir fahren die Folge fort. Ich muss den Rechner kurz neu starten. Beziehungsweise den Rechner nicht. Das Spiel. Und jetzt werden wir halt weitermachen.
LKW steht noch. Er hat es zum Glück gut gespeichert. Also das Kalken läuft noch jetzt, das sehe ich nur gerade. Die Fahrzeuge sind weggeräumt. Ja, das ist nicht so günstig. Das kostet ja auch nichts Geld, ne? Hat's funktioniert immer, ne? Einmal aufladen, ne? So leer fast. Da geht's durch. Das haben wir auch zu werden. So. Bis gerade setzen hier. Gibt's da noch Kreuzschmerzen? Entschuldigung. Ach nee. So, Klappe zu. Drehen wir auf die Spur. Ne. Gute Erfahrung hin zum Feld, an der Stelle, wo aufgehört hat wahrscheinlich. Für einen Spielabsturz kann es verschiedene Gründe geben. Grund 1 könnte sein, dass gut. Löschen. Laden. Kalken. Dann ergänzen wir mal den Kurs mit Überführung. Feld 12. Nee. Müssen mal schauen, wo er. So zeigt mir nicht die anderen Kurse nicht an. Da muss ich mal kurz eingreifen. Na, wieder raus. Lenkung. Löschen. Zeigt er mir an. Und dann Überführung. Mal schauen, wo er aufgehört hat. Ich glaube. Vorne.
Könnte sein. Kann mich auch irren. Lenkung. Also alte Problem. Könnte genau richtig sein oder auch verkehrt, weil der nicht genau weiß, was aufgehört hat. Also erstmal egal, wir machen hier weiter. Wenn noch was fehlen sollte, halt manuell eingreifen. Neuer Versuch mit Verkauf. Na, wir machen aber was anderes, wir machen immer und Kopfbekämpfung vorbereiten. Weil dann haben wir das auch erledigt. Wir gucken mal Zeit. Wir hatten vorhin 8 Minuten gehabt oder 9. Das wird ungefähr 10 Minuten machen. Ob wir die mittleren Folgen zusammenfügen. Mir jetzt merken. Ich hätte mir die Lokdatei angucken müssen. Hätte ich den Grund gewusst. Aber es könnte theoretisch auch Kursplay gewesen sein. Theoretisch. Aber gut, kann vieles sein, ne? LKW außer Kontrolle. Ja. Das war gut. So, jetzt haben wir hier zwar noch kein Unkraut, aber das soll uns ja nicht aufhalten, ne? Also, erstmal diesen Kurs nehmen wir dazu. Jetzt laden wir uns den Kurs. Dann ergänzen wir den Kurs über Führung, Feld 60. Flügen, kalten, flügen. Düngen, düngen, Ernte, Ernte. Ich muss mal das mal zusammen ergänzen. Das sieht schon mal ganz gut aus. Halbe Stunde, schön wär's. Jo, das läuft. Aber er ist nicht ganz am Rand, ne? Am Rand ist nicht ganz. Nicht ganz richtig. Das ist löschen. Überführung, das ist nicht. Und Kopfbekämpfung. Dann ist es verkehrt. Dann machen wir es anders. Dann fahren wir am Anfang zurück. Und beginnt bei der Berechnung neu. Das könnte
natürlich sein, dass der eine Kurs von dem anderen Gerät ist. So. 60. Vorgewende. Rundherum. 3. Hier wurde auch 35. Das ist, wenn der Kurvenübergänge nicht so groß werden. Generiere Fallkurs. Muss ich ein bisschen rechnen? Ja. Das sieht ganz gut aus. Zurück. Speichern. Kurs ergänzen. Und Abfahrt einstellen. Ja, es geht auch am Rand. Der Rand hat er jetzt mitgenommen. Ist gespeichert, jetzt kann er arbeiten. Da er mit 12 km/h braucht er lange, halbe Stunde. Und zur nächsten Aufgabe, meine Aufgabe. Den Kalk überprüfen. Alles heilig. Mal Kontrolle machen hier. Na, hier geht's nicht. Den wollte ich verkaufen. Ich möchte einen anderen haben, der mir so. Hänger lasse ich noch stehen. Ich habe wieder diese Fahrzeuge. Nö. Gut. Das heißt, LKW-Kauf. Zwar einen guten, Anführungszeichen guten. Hakenlift. Ja. Wir hatten ja einen Mod gehabt. Hauptfarbe. Blau. Felgenfarbe. Nehmen wir auch blau. Lizard. Hellerburg. Naja, gut. Kaufen. So, liebe Freunde der Landschaft, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen über ein Like. Sollte ihr auch ein Wiedersehen. Dann seid mal tschüss, mit Winke. Für alles nochmal danke. Bis, ich hoffe, zur nächsten Folge. Ciao.